Also in die schamanische Gebete wird das in Spanisch wird als Rezo genannt. Das wird erstmal die Dankgebung gemacht. Man bedankt sich für alles, was man gut hat in dem Leben, an alles, was man sich erinnert, was einem gut tut, was man gerade hat. Dann, der Großvater hat mich gelernt, dann sagt man der Vater Unsere, dann sagt man die Ave Maria und dann sagt man die Glaube. Und dann sagt man ein Gebet, das heißt in Spanisch Gloria, das heißt Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, así como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amen. So, diese vier Gebete, die in Christianismus verwendet werden, werden auch von den Schamanen in Amazonien Regenwald verwendet, um die Konnektion mit Mutter Erde und mit dem Erschaffer und dem Jesus Christus zu halten. Aber die sagen, dass man das absolut alleine ausführt, dass man also nicht irgendwohin dafür gehen sollte. Und man sollte auch mit keinem darüber reden. Es ist eine eigene Verantwortung, diese Verbindung zu halten. Ja. So zum Beispiel zu dem Erschaffer, Maria wird zu die Mutter Erde gesagt. Und der Glaube, dass es ein Jesus-Gebet wird zu dem Jesus gesagt, was auch ich bin selber bin. Also dass unser Kollektivbewusstsein als alle Menschen, dass es auch in mir lebendig ist, ist als Jesus gesehen von der schamanischen Blick. Ja, danke.